Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Wenn ihr euch dieses Video anschaut, dann scheint ihr euch ja zum Thema Balkonkraftwerk zu interessieren. Und ich werde das jetzt einfach mal als kleine Serie starten. Wir haben jetzt den Mai 2023 und ich werde immer mal so den Vormonat Revue passieren lassen. Wie ist es denn gelaufen und hat sich denn der ganze Spaß gelohnt? Vielleicht vorab so eine kurze Information zu meinem Setup. Ich blende euch jetzt gleich einfach mal ein paar Videos ein. Ich habe momentan zwei 380 Watt Panels am Laufen. Das sind die Jollywood JWHD120N. Monobifazial sind die. Dann habe ich noch einen Wechselrichter von AP Systems. Das ist der DS3S mit 600 Watt. Und das Ganze montiert ist auf zwei Walkboxen 3. Oh, nur damit ihr es mal gehört habt. Ich verlinke euch das unten einfach mal alles. Das ist so das ganze Setup und montiert ist das Ding auf meiner Garage. Ja. Was die Messung angeht, benutze ich prinzipiell eine Shelly Plug S. Die ist oben im Wohnzimmer quasi angebracht und dort wird quasi der Strom eingespeist. Und dementsprechend habe ich das dann auch noch ein bisschen mit meinem Home Assistant gekoppelt. Das zeige ich euch dann aber im nächsten Monat, wenn dann quasi mal für einen ganzen vollständigen Monat da die Daten angezeigt werden. Ich kann für den April so viel sagen, ich gucke jetzt gerade mal in meine Shelly-App rein, das waren insgesamt 77,2 Kilowattstunden, die dort erzeugt wurden. So, was ich für den April noch nicht genau sagen kann, ist, wie viel ich davon selber verbraucht habe. Das ist immer sehr stark davon abhängig, ob jetzt hier mein Rechner läuft oder nicht. Für den aktuellen Monat, wir sind jetzt bei Mitte Mai, bin ich so bei rund 90-95%, wo ich den Strom auch selber verbrauche. Das ist so das Szenario, wie wir es momentan haben. Als Besonderheit kann man vielleicht so viel sagen, es gab jetzt im April auch durchaus mal ein paar sehr windige Tage, stark windige Tage, wo es den ein oder anderen Topf oder sonst was auf unserer Terrasse umgehauen hat. Da haben die Walkboxen recht problemlos durchgehalten. Die sind ja unten mit Gewichten nochmal beschwert, je nach Windstärke muss man da halt entsprechend mehr oder weniger Gewichte drauf machen. Ich bin jetzt hier in so einer Zone, wo es vergleichsweise wenig Wind oder wenig starken Wind gibt. Wenn man quasi an der Nordsee sitzt, da könnte das nochmal ein bisschen anders ausschauen. Aber das hat alles ohne Probleme funktioniert und auch das Einspeisen. Ja, das war jetzt einfach mal so das kurze Update. Ich mache das jetzt einfach monatsweise und dann werden wir uns irgendwann am Ende des Jahres mal so das Jahresfazit anschauen und falls euch das hilft, falls euch das interessiert, gerne in die Kommentare und ansonsten viel Spaß noch beim Energieerzeugen. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.